Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter mit dem Blick in die neue Wetterwoche. Ich kann schon mal vorab sagen, ja, das wird nochmal richtig spannend werden bezüglich September-Sommer ab der Wochenmitte beziehungsweise vor allem so zum kommenden Wochenende. Ja, das ECMWF-Wettermodell, das tischt heute doch echt eine interessante Lösung auf. Dazu aber ausführlich später noch in diesem Video. Ich will euch heute als Einführung mal den Satellitenfilm von gestern, vom gestrigen Samstag aus Nordrhein-Westfalen zeigen. Und wir sehen nämlich, dass diese Hochnebelwurst sich nur sehr zögerlich später im Tagesverlauf aufgelöst hat. Das ist ganz interessant im Satellitenfilm zu sehen, wie allmählich der Hochnebel über Nordrhein-Westfalen lag, auch so über dem Ruhrgebiet und dann eben diese Hochnebelwurst immer dünner, immer schmaler wurde und sich dann im Tagesverlauf aufgelöst hat. Das ist eben schon ein bisschen ein typischer Herbstgruß, dass wir es jetzt teilweise in den Morgenstunden mit Nebel und Hochnebel zu tun haben, der sich durchaus auch etwas zäher halten kann, was jetzt beispielsweise im Hochsommer, hätten wir noch Juli, eben nicht der Fall wäre. Die Sonne ist einfach eben nicht mehr so stark, wie es im Hochsommer ist. Hochsommer wird auch nicht unbedingt ein Thema werden, aber richtig sommerliches Wetter. Und da schauen wir uns mal die Entwicklung für den Wochenbeginn an und sehen auf der Wetterlage, dass wir es zunächst mit einer Hochdruckzone zu tun haben. Das Tiefdruckgebiet vor den Toren Südwesteuropas bleibt erstmal noch auf Abstand, wird aber im Verlauf der nächsten Woche, wir sehen mal für Donnerstag, allmählich uns schon auf die Pelle rücken. Das kommt näher von Frankreich her nach Deutschland heran. Damit verstärkt sich zum einen die Warmluftzufuhr aus Süden bis Südwesten. Gleichzeitig wird die Luft im Westen und im Südwesten aber schon feuchter werden und deswegen sind auch erste Schauer und Gewitter dabei. Wir schauen erstmal auf den Wochenbeginn und blicken auf den Montag und den Dienstag. Wir sehen, dass am Montag im Großen und Ganzen wieder trockenes Wetter anstehen wird. Es kommt ein schwacher Ausläufer mit ein paar kompakteren Wolken so in den Nordwesten herein und es besteht auch so über den Mittelgebirgen örtlich mal eine geringe Schauer- und Gewitterneigung. Viel wird aber nicht passieren. Am Dienstag, da besteht diese Schauer- und Gewitterneigung, wie gesagt, nur gering. So vor allem über den östlichen Mittelgebirgen, speziell so Erzgebirge, Bayerischer Wald, nicht ausgeschlossen, dass es mal einen Regenguss gibt. Ansonsten wird es aber trocken bleiben und auch wieder viel Sonnenschein geben, auch wenn hier und da mal ein paar Wolken unterwegs sind. Im Großen und Ganzen ist es, wie man so schön sagt, eher freundliches Wetter. Die Temperaturen bleiben noch recht unterschiedlich mit den höchsten Werten mit den sommerlichen Werten 25 so bis 28 Grad im Westen und im Südwesten, speziell am Oberrhein wird es wieder am wärmsten werden. Je weiter man im Norden und im Osten ist, desto gedämpfter bleiben die Temperaturen. Schauen wir mal in die zweite Wochenhälfte bzw. jetzt für den Mittwoch und den Donnerstag. Der Mittwoch deutet sich wirklich richtig verbreitet, viel Sonnenschein an, wenige Wolken, häufig ist es sogar wolkenlos. Ja, und dann zum Donnerstag und zum Mittwoch und zum Donnerstag kommt die Wärme allmählich weiter nach Norden und nach Osten voran. Wir werden dann wahrscheinlich am Donnerstag doch verbreitet in Deutschland die 25 Grad Marke knacken. Ja, und so im Westen und Südwesten, speziell auch so am Oberrhein, vielleicht auch Richtung Rhein-Main-Gebiet, durchaus möglich, dass wir an die 30 Grad Marke dann sogar rankommen, beziehungsweise die vielleicht sogar knapp überschreiten. Ihr seht dann nach diesem sonnigen und ungestörten Mittwoch am Donnerstag allmählich nach Westen hin ansteigende Schauer- und Gewitterneigung. Es wird noch ein bisschen unterschiedlich berechnet, wie viel da schon übergreift von Benelux und von Frankreich her. Durchaus aber mal darauf einstellen, dass es örtlich so, vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden, durchaus im Westen und im Südwesten, vielleicht auch schon so Richtung Alpen, krachen kann und dann eben örtlich sogar auch mal kräftiger, mit vielleicht sogar örtlicher Unwettergefahr. Aber dafür ist es noch zu früh, dass wir hier jetzt genau in Details reingehen. Und dann ist sozusagen der Knackpunkt am Donnerstag, wie schnell greift Tiefdruckeinfluss auf Deutschland über. Wir schauen uns dazu zwei verschiedene Wettermodelle an und sehen, dass eben dann am Freitag nach dem ECMWF-Wettermodell wir in eine eher südwestliche Strömung gelangen. Ja, wir würden eben in feuchterer Luft liegen, aber insgesamt noch relativ warm. Schauer und Gewitter würden ein Thema werden. Es sind so Störungen, die aus Südwesten dann durchschwenken. Ja, und damit eben auch Schauer und Gewitter immer mal wieder ein Thema sind. Aber wir sehen auch, dass wir weiter an der Vorderseite eines Tiefs liegen. Das heißt eben erstmal keine richtige, nachhaltige Abkühlung. Wenn wir uns das US-Wettermodell anschauen, das sieht im Grunde eben komplett anders aus Richtung nächstes Wochenende. Denn da sehen wir, da baut sich eben auf dem Atlantik bzw. Richtung britische Inseln
ein Hochdruckgebiet auf. Wäre wieder so ein bisschen eher die Konstellation der Großwetterlage, wie wir es ja auch in den vergangenen Wochen häufig hatten, dass allmählich eben auch wieder kühlere Luftmassen aus Nordwesten Richtung Deutschland drängen. Da könnten wir schnell wieder in dieses alte Sommermuster sozusagen hineinrutschen. Also ihr seht schon, für Freitag, Samstag, kommendes Wochenende, komplett gegensätzliche Berechnung in den beiden großen Wettermodellen ECMWF und US-Modell GFS. Ich will euch dazu mal einen Vergleich der Tageshöchstwerte für den kommenden Sonntag zeigen, also heute in einer Woche. Denn das ECMWF-Wettermodell, das belässt uns an der Vorderseite eines Tiefdruckgebiets und damit würden eben verbreitet sommerlich warme Luftmassen kommen. Die Gewitterneigung würde sogar wieder zurückgehen. Ja, und wir hätten kommendes Wochenende, wie gesagt, hier am Sonntag verbreitet 25 bis 30 Grad in Deutschland, viel Sonnenschein, richtiges Sommerwetter im September. Aber ihr seht eben hier im Vergleich der Tageshöchstwerte, das US-Wettermodell, das lässt es doch deutlicher abkühlen. So um die 25 vielleicht noch so im Südwesten. Aber das wäre dann eben schon eine Wetteränderung. Es würde auch deutlich unbeständiger werden mit häufigeren Schauern und Gewittern. Ihr seht also, sehr gegensätzlich dann für das nächste Wochenende sind die Wettermodelle. Und schauen wir uns mal das Ensemblemittel aus dem ECMWF-Wettermodell an. Das ist nicht nur diese Hauptlösung, die ich euch gerade mit den Höchstwerten gezeigt habe, sondern eben noch 50 weitere Lösungen, die gemittelt werden für den Luftdruck. Und es ist recht erstaunlich, dass auch hier im Mittel eben eher die Lösung des Hauptlaufs bevorzugt wird, dass wir eher in einer südwestlichen Strömung liegen, ja, und sich sogar eher zum kommenden Wochenende dann eben Sonntag nochmal ein Hochdruckgebiet aufbauen soll, ja, und im Grunde eben weiterhin auch bevorzugt wird, dass sich sommerliches Wetter fortsetzen wird, dass wir nächstes Wochenende ein Sommerwochenende erleben werden, mit eventuell eben auch ein paar Schauern und Gewittern, die durchaus nicht ausgeschlossen sind. Es ist eben eine komplett andere Konstellation. Und es wird darauf ankommen, ob dieses Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik, ich habe es hier mal mit Tief 1, Tief 2 gekennzeichnet, ob das stärker sein wird und an der Vorderseite eben eher Warmluft zu uns schaufelt oder ob das andere Tiefdruckgebiet hier Richtung Nordeuropa, Richtung Nordmeer, ob das gewinnen wird mit seinen kühleren Luftmassen, die weiter eben dann auch Richtung Deutschland drücken. Das wird eben so eine Entscheidung, welches der beiden Tiefs eben gewinnen wird. Das kann man jetzt noch nicht sicher sagen. Eine weitere interessante Geschichte will ich euch noch zeigen, die nämlich dann ab dem kommenden Wochenende, vor allem aber in der übernächsten Woche, mit ins Spiel kommt. Denn wir haben auf dem Atlantik den Hurricane Larry, der macht da den Larry sozusagen. Und da sehen wir nämlich, dass dieser Hurricane allmählich, das ist jetzt mal die Karte, ihr seht hier auch Afrika, Europa, und da sehen wir die Zugbahn dieses Hurricane. Und der wird nämlich als Ex-Hurricane, ich sehe schon wieder Geschichten dann kommen, ein Hurricane zieht Richtung Europa. Nein, der wird in die nordeuropäische Tiefdruckautobahn eingebunden werden. Wie gesagt, erst in der übernächsten Woche. Ihr seht hier diese Zugbahn. Und dann könnte der Hurricane bzw. der Ex-Hurricane dann als kräftiges Tiefdruckgebiet sich eben Europa nähern. Und das muss eben nicht heißen, dass wir Sturm bekommen, dass dieses Tief jetzt zu uns zieht, sondern das kann auch an der Vorderseite, und das sieht eben auch das ECMWF-Wettermodell so, an der Vorderseite uns eben warmes Sommerwetter bringen. Und das wird eben auch so eine Entscheidung. So, Hurricanes sind natürlich unsicher in ihrer Zugbahn. Und der wird da mitspielen eben dann in der übernächsten Woche und auch wahrscheinlich zumindest indirekt Einfluss auf unser Wetter nehmen. Das wird also noch ein bisschen spannend werden, wie genau sich diese Umwandlung des Hurricane in ein außertropisches Tief in der Tiefdruckautobahn, die Richtung Europa gerichtet ist, wie sich das Ganze entwickeln wird. Also viel Stoff, viel los beim Wetter sozusagen. Damit wünsche ich euch erstmal noch ein schönes Wochenende bzw. einen schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis bald, macht's gut und ciao.